Outlast dann irgendwann. Du bist so, boah. Es gab ja oben noch eine Kammer, wo die Wurzel von der Pflanze drin ist. Ja. Da könnten noch Items verborgen sein. Das will ich gerade mal prüfen. Ja, könnte. Ich muss jetzt schon sagen, so weit war ich im Hardboard noch nie gewesen. Ne? So, jetzt kommst du ja wieder an dem Raum raus, wo du gerade die Kisten hast. Jetzt ist ja oben nichts mehr. Ja, und auch leider keine Kisten mehr. Nee, jetzt kaputt hier mal. Jetzt muss man die Umwege hin. Aber jetzt schon wieder viel Gerichte. Jetzt hier das wieder rund. Ja, das ist wieder eine Kamerafahrt für die Life Force. Mhm. Schön mit der Arsch nach unten. Durch das haben wir gesagt, oh, das muss auch mal sein. Du kannst ja mal gerade für Unwissende erklären, was der Life Force überhaupt ist. Was ist das Life Force? Was ist das Life Force? Ah, das ist ein, ja, das ist ein Let's Play-Kollege von uns. Ja, den wir vor kurzem kennengelernt haben, sagen wir mal so. Den wollen wir mal so ein bisschen pimpen. Was? Sozusagen Pimp Your Life. Pimp Your Life Force. Pimp Your Life Force, genau. Wollen wir auch mal so ein bisschen ans Horror-Genre heranführen. Hat jetzt letztens nur Outlast gespielt, Hunting Ground gespielt. Aber auch nur aufgrund einer verlorenen Wette. Und ja, ihm gefallen da halt richtig hier die Hauptprotagonistin und der Vorbau und sowas. Deswegen, ja, das so geht das nicht. Da musste Life Force mal hier so richtig ackern. Bei den richtigen Horrorspielen. Aber da ziert er sich noch ein bisschen. Ja, schlecht, hier lang zu gehen. Ja. So gefährlich. Der Pflanze 42. Alte Schlingel, ey. Die Schlingelpflanze. Die Schlingelpflanze. Was sagt dann eine Karte? Gibt's denn noch irgendwelche? Nee. Ja, du von der anderen Seite kommst du ja nicht mehr rüber, weil du die Kisten kaputt gemacht hast. Du musst jetzt. Du musst quasi da hoch, wo du gerade warst. Deswegen hast du es ja aufgeschlossen. Weil jetzt das Wasser abgelassen hast, sind die Kisten ja nicht mehr da. Jetzt muss ich wieder voll da oben gehen. Ja, war noch nicht mal was im Raum. Echt mal. Das ist so eine Frechheit. Aber weißt du ja schon mal, wo die Wurzeln sind von der Pflanze. Von der Schlingelpflanze. Ich hatte bisher kaum Probleme mit dem Fight gegen die Pflanze, muss ich sagen. Nicht mal im Mod. War ein bisschen nervig, aber wie gesagt, die Cutscene ist einfach zu geil. Jill wird da die ganze Zeit von der Ranke gehalten, durch die Luft geschleudert. Barry sieht es eigentlich schon, aber dann erstmal Jill! So nach einer halben Minute, ey. Barry! Das war so blöd, ey. Ob er in der Kiste auch so ein Spitzhünder ist? Ja, wer weiß. Ah, der hat ja schon eine Tochter. Und eine Familie. Ja. Der hat er schon nachgelegt. Dolle Schlunzbacke. Da wollte er. The Resident Evil John Travolta. Jetzt geht es los. Ja. Ganze Zeit läuft der Schmackes hier angeschlagen. Durch die Jäger, ey. Jetzt geht es los mit der Orientierung. Ganz klarer Verlust. Die Orientierung. Jetzt ist das Geschmack ist aufgeschmissen. Ne? bei der Aquamusik. Ja, jetzt bist du richtig. Jetzt ist es all right. Ja. Genau.
Es ist auf jeden Fall nochmal ein Schlüssel gefunden. Wo auch immer der da unten war. Ich hab noch eine Batterie. Wie so ein Schocker oder was? Ja. Was hatte Chris eigentlich? Ich glaube, der stoppt den Granaten ins Maul, oder? Richtig. Spatz und weg. Ich höre ihn schon. Ja genau, probier das. So rankommen und dann näher ein. Oh ja, oder so, dann klappt das. Batz ist er weg. Und weg war der Kopf. Weil wenn man den Kopf abschießt, dann muss man die auch nicht verbrennen. Dann werden keine Crimson Heads darauf. Deswegen sollte man anfangs versuchen, den Kopf abzuballern. Wenn es nicht klappt, auf jeden Fall verbrennen. Deswegen immer, wenn die schon lange kommen, hochzielen, warten und erstmal semmeln. Oh, die Biene Maya. Und ihre Freunde. Aha. Genau, jetzt kehrt er auch direkt zu. Jetzt musst du Schilde Kammerjäger spielen. So, ja, genau. Hättest du die Karte... Ganze Pestizide ausrotten hier. Ja, hättest du die Karte bis gerade da hängen gelassen, dann wäre das noch nicht so hier, dass die auch hier rumfliegen. Aber genau, jetzt kannst du da erstmal... Weil die sagt ja, die guckt ja dann da durch. Oder so, oder sagt dann, ne, da kommt Bienen raus oder irgendwie sowas. Genau, erstmal richtig schön da reinpumpen hier. Oh, da flatschen so zu Boden. So geht das hier. So, was hat ihr gemacht? Genau, jetzt nochmal zurückrennen oder was? Speichern? Oder heilen oder irgendwas wäre, glaube ich, mal ganz angemessen. Speichern werde ich noch. Heilen, okay, muss ich noch gucken, was wir bekommen. Guck dich mal hier um, genau. Ich habe schon viel zu viel Pistolenmunition. Und das im harten Mode. Ja, aber wenigstens das. Natürlich ist hier noch was. Ja, ja, du musst ja auch um die Ecke rennen. Ne? No. Jetzt kriegst du nämlich hier auch das The Golden Key. Mhm. Ich glaube, hier gibt es sogar noch eine Pflanze. Wenn du jetzt, ja, da glaube ich, in der Ecke. Wenn du jetzt gerade ausrennst, müsste es dann noch eine Pflanze stehen. Ja, ich sehe es ja hinten an der Tür. Ist das? On the door. Ja, die Tür, die kriegst du jetzt, glaube ich, noch gar nicht auf, oder? Die kleine, die große. Die ist verschlossen, glaube ich. Oh ja, oder so. Erstmal wegschmeißen. Es gibt zwei Wege, die Pflanze zu töten. Man kann sich ein Gegengift zusammenmischen, das habe ich aber nie wirklich rausgefunden, wie das funktionieren soll. Doch, ich habe das gemacht in meinem letzten Mal. Die variaste Methode ist einfach, ja, die Pflanze töten. Ja, jetzt bin ich gespannt. Weil ich habe in meinem LP das, glaube ich, zusammengemischt, die Chemikalien. Da war ich der richtige Tüftler. Da habe ich mir ein Süppchen zusammengeschürft. Ja, da musste ich, glaube ich, nochmal in den Aquaring zurück. Und dann schön auf die Wurzeln. Aber die wurde trotzdem dann noch ein bisschen fickerig. Aber man musste nicht mal kämpfen. Dann kam ja bei mir die Cutscene. Mit der Berry. Wenn du jetzt das nicht brutschelst, dann wird das jetzt anders. Bin ich auch nochmal gespannt drauf, weil das habe ich auch nicht so oft gemacht. Hast du das Buch mitgenommen? Nee, aber ich glaube, ich kann das hier rausnehmen, das Teil. Ja, da. Das, ja, genau, das kannst du rausnehmen. Boxman organischer Chemie. Die Ähnlichkeiten in den Zelleigenschaften der schnell wachsenden Pflanze, die mit dem Tyrannenvirus infiziert wurde, sind bereits an anderer Stelle dokumentiert. Bei der Wiederholung dieser Experimente ergab sich jedoch ein interessanter Aspekt. Wir konnten belegen, dass eine Chemikalie der UMB-Gruppe, UMB Nummer 20, einen Stoff enthält, der für die
Zellen der Pflanze giftig ist. Wir haben UMB Nummer 20 einen neuen Namen gegeben, V-Jolt. Unseren Berechnungen zufolge sollten die Anwendung von V-Jolt direkt auf die Wurzeln der Pflanze in 5 Sekunden zu deren völligen Absterben führen. V-Jolt lässt sich durch die Mischung der Chemikalien VP und UMB in einem bestimmten Verhältnis herstellen. Der Umgang mit UMB-Chemikalien erfordert jedoch besondere Vorsichtsmaßnahmen. Bei unsachgemäßen Vorgehen kann Giftgas freigesetzt werden. Die Merkmale der Chemikalien sind UMB Nummer 3 ist rot, gelb 6 ist gelb, UMB Nummer 7 ist grün, UMB Nummer 10 ist orange, VP 017 ist blau und V-Jolt ist dunkelbraun. Ja, da ist jetzt zum Beispiel die Anleitung für das Mischen herausgefunden. Und da kannst du ja jetzt auch das Buch reinstellen, wa? Das rote, das du gefunden hast. Ich hab kein Farbband. Hast du kein Farb? Ja, ja, dann hol dir doch einen. Sonst war ja meistens Farbband gewesen. Ich glaube, im leichten Modus gibt's hier auch noch ein Farbband. Ja, keine Ahnung. Aber da ist ja alles nachgeschmissen worden. Ja, dann geh halt zurück, hol den Farbband und nimm das rote Buch mit. Und dabei auch alles, was ich brauche. Ja. Ich glaube, Granatwerfer nicht, der. Ich habe den meisten mit der Pumpgun gemacht. Man kann sie jedoch auch mit der Pistole machen. Ja, nur das dauert ja auch dementsprechend. Ja. Ach, meine Hassfeinde kommen. Was denn? Es ist ziemlich groß, springt herum und kann dich one-hitten. Der Panther Hunter oder was? Genau, die Viecher. Der Panther Hunter. Das sind meine Hassgegner bei Resident Evil. Ja, die sind so arschig, die können die einmal runden. Ja, die können so einen richtigen Kill machen, ey. Wenn sie gut drauf sind. Mit Schmackes. Schön erstmal die Munition, Heilung, das Buch. Auf jeden Fall würde ich, wenn ich du wäre, auch ein bisschen eine Ersatzheilung mitnehmen. Kann ja nie wissen auf Fahrt, ne? Das geht ja fix. Mhm. Mit Chris ist es noch schwer. Das Ganze natürlich. Ja, der hat ja noch viel weniger Itemplatz. Inventarplatz. Chris ist ja auf normal schon schwer. Ach, Moment. Ach Gott. Heilung. Nein, das ist dann. Ja, auch. Aber. Das ist das, was ich meine, was ich gesagt habe. Ich vergesse jetzt immer wieder, die wichtigen Items mitzunehmen. Mensch, Schmackes jetzt auch. So, was hast du da? Das Buch. Das ist so ein Schlingel. Ja, und heil dich jetzt auch schon mal. Genau, dann nimm noch eins mit. So, das, da muss man das schmackeste Reisetasche packen. Ja, komm, nimm so ein Erste-Hilfe-Ding mit. Vielleicht brauchst du es nicht, aber dann ist ja wurscht. Schon fickrig im Hard Mode. Ja. Da habe ich bei Resident Evil Zero damals gedacht, beim letzten Boss. Oh, geil, letzter Boss. Es ist zum Greifen nah. Tja, denkst du? Kannst du das bei Zero denn mit hier vergleichen oder ist das leichter oder schwerer? Schwer zu sagen. Also Zero ist schon auch ordentlich schwer mittlerweile. Ja, das habe ich wie gesagt noch gar nicht gezockt. Muss ich mal gucken.
Wenn man sich ja verschätzt, kann das böse Folgen haben. Ja, gut, das ist ja. So, jetzt erstmal hier die Butze auf. So, schön speichern. Am besten erstes Rätsel, dann speichern. Sonst müsste man ständig wieder neu machen. Ja, das ist schlau speichern. Ja, stimmt, hier muss ja das Bild zusammensetzen. Na gut, das ist ja jetzt nicht so schwierig. Ist einfach nur. Was? Ja. Nimm das linke. Ne, warte mal. Ja, genau, zack. So dürft's, glaube ich. Das ist ein Motiv für die Force. Was da rauskommt. Die Schweine. Dabei soll es nicht mal schweinisch sein, sondern. Das ist Kunst. Das ist eine nackte Frau. Das ist auch Kunst. Jetzt hat der Schmacki das smart gemacht. Der Schmarztart. Na, die PS3 speichert ein bisschen länger als die GameCube-Version. Bitte. Das ist frech. Kackendreist ist das Spiel. Echt mal. Ich glaube, jetzt wird sofort der Bosskampf spawnen. Ja, gut. Ja, kannst du ja gut. Ohne lang Geschwafel geht das nicht. Da ist sie direkt hier, die alte Schlammerpflanze. Die Schlingelpflanze. Genau, der hat ja gesagt, wenn eine Blüte auf ist. So. Ja. Ich glaub, von der anderen Seite war das leicht. Boah! Da wurde er gedroppt. Hat sie mich angepasst. Nein, das ist schon ganz schön dick. Ja. Ich glaube, wenn du hier runter rennst, da. Ich glaube, wo ich das mal gemacht habe, das von da. Da sind wir schon tot. Das ging fix. Hat sie mich aber oft angefasst.